Laudetur Jesus Christus, herzlich willkommen bei dieser Live-Übertragung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Wir übertragen am heutigen 21. Sonntag im Jahreskreis das Angelusgebet mit Papst Franziskus. Mein Name ist Silvia Kritzenberger, ich freue mich, Sie heute am Mikrofon begleiten zu dürfen. Ganz herzlich grüße ich auch alle, die durch unsere Partnersender mit uns verbunden sind. EWTN und KTV, Radio Horeb, Radio Gloria, die Radio Maria Familie aus Österreich und der Schweiz. Ja, liebe Zuhörer und Zuschauer, Sie haben sich vielleicht schon mal gefragt, was eigentlich auf dem Wappen von Papst Franziskus dargestellt ist, das wir auf dem roten Teppich sehen, der vor dem Mittagsgebet immer vor dem Fenster im Apostolischen Palast ausgehängt wird. Wir sehen ihn jetzt auch gerade wieder. Falls Sie Ihr Weg vielleicht irgendwann mal in die Vatikanischen Gärten führen sollte, man kann Führungen übrigens über die Vatikanischen Museen buchen, dort kann man das Wappen in Großformat sehen, und zwar auf dem Rasen vor dem Gouvernatoratspalast und aus Blumen gestaltet. Das Wappen von Papst Franziskus entspricht im Wesentlichen dem Wappen, das er seit seiner Bischofsweihe führte. Der Stern, der nun 8 Zacken hat, war im bischöflichen Wappen allerdings noch 5-zackig. Die 8 Zacken stehen für die 8 Seligpreisungen der Bergpredigt. Im oberen Teil des Schildes steht auf einem blauen Feld das Emblem des Herkunftsordens des Papstes, die flammend goldene Sonne der Jesuiten, die mit dem roten Jesusmonogramm belegt ist. Am Schildfuß erkennt man die 3 schwarzen Passionsnägel. Der Stern symbolisiert in der heraldischen Tradition die Jungfrau Maria, Mutter Christi und der Kirche. Die Nadenblüte dagegen den heiligen Josef, Schutzpatron der Weltkirche. Durch die Aufnahme dieser Figuren in sein Wappen wollte der Papst seine besondere Verehrung der Jungfrau Maria und des heiligen Josef zum Ausdruck bringen. Wenn man dann noch bedenkt, dass das christologische Symbol mit einem Stern belegt ist, so sieht man, dass das Papstwappen an die gesamte heilige Familie von Nazareth erinnert. Als Ornament wollte der Heilige Vater nicht die Tiara wieder übernehmen, sondern die von Benedikt XVI. Eingeführte silberne Mitra mit 3 goldenen Bändern beibehalten. Statt des Palliums trägt das Wappen von Papst Franziskus unter dem Schildfuß eine Schriftrolle mit seinem Wahlspruch. Eine weitere Innovation, da der Wahlspruch auf Papstwappen bisher immer fehlte. Ja, und wir sehen jetzt Papst Franziskus am Fenster seines Arbeitszimmers, von wo aus er die Gläubigen auf dem Petersplatz begrüßt. Cari fratelli e sorelle. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Il Vangelo di questa domenica presenta il momento nel quale Pietro. Das Evangelium von diesem Sonntag erzählt von dem Moment, in dem Petrus seinen Glauben an Jesus, den Messias und Sohn Gottes, bekennt. Dieses Bekenntnis des Apostels wird von Jesus selbst herausgefordert. Er will seine Jünger dazu bringen, in ihrer Beziehung zu ihm den entscheidenden Schritt zu tun. In der Tat ist der Weg, den Jesus mit jenen geht, die ihm nachfolgen, vor allem den 12, ein Weg der Erziehung im Glauben. Zunächst einmal fragt Jesus, für wen halten die Menschen den Menschensohn? Die Apostel haben gern über die Leute geredet. Das gefällt uns allen ja so ein bisschen Klatsch. Über andere sprechen ist ja auch nicht schwer, und deswegen fällt es einem auch leicht, oft auch schlecht, über andere zu sprechen.
Hier ist natürlich bereits die Perspektive des Glaubens vorausgesetzt und nicht die des Klatsches. Er fragt, was, für wen halten mich die Menschen? Und die Jünger scheinen sich in ihren Berichten darüber, was die Leute über Jesus sagten und was größtenteils vielleicht sogar ihre eigene Meinung war, geradezu überbieten zu wollen. Kurzum, Jesus galt in Nazareth als Prophet. Mit der zweiten Frage kommt Jesus auf den Punkt. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und nun folgt erst einmal ein Moment der Stille. Schließlich ist jeder der Anwesenden gerufen, sich selbst einzubringen, den Grund zu nennen, warum er Jesus nachfolgt. Ein gewisses Zögern ist also nur legitim. Auch wenn ich euch jetzt fragen würde, für dich, was ist Jesus für dich? Dann würde man wahrscheinlich kurz zögern. Simon unterbricht die peinliche Stille, indem er gerade heraus erklärt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Diese Antwort, so leuchtend und klar, entspringt nicht seinem eigenen Impuls, so großzügig dieser auch sein mag. Petrus war großzügig. Sie ist Frucht einer besonderen Gnade des himmlischen Vaters. So sagt Jesus selbst ja auch zu ihm, nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, nicht das, was du studiert hast, sondern mein Vater im Himmel. Sich zu Gott bekennen ist eine Gnade des Vaters. Eine Gnade, um die wir bitten müssen. Vater, schenke mir die Gnade, mich zu Jesus zu bekennen. Gleichzeitig erkennt der Herr aber auch die prompte Antwort des Simon auf die Inspiration der Gnade an. Und deshalb fügt er in feierlichem Ton hinzu, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Con questa affermazione, Gesù fa capire a Simone. Mit dieser Aussage macht Jesus dem Simon die Bedeutung des neuen Namens klar, den er ihm gegeben hat, Petrus. Der Glaube, den er soeben bekannt hat, ist der unerschütterliche Fels, auf den der Sohn Gottes seine Kirche, das heißt seine Gemeinschaft, bauen will. Die Kirche geht voran auf der Grundlage des Glaubens Petri. Heute vernehmen wir die Frage Jesu, die an jeden von uns gerichtet ist. Und ihr, für wen haltet ihr mich? Und jeder von uns muss eine Antwort darauf geben, keine theoretische Antwort, sondern eine Antwort, die den Glauben, das heißt das Leben, einbezieht. Denn Glaube ist Leben. Eine Antwort, die auch von uns verlangt, dass wir, wie die ersten Jünger, auf die Stimme des Vaters in unserem Innersten hören. Im Einklang mit dem sind, was die um Petrus versammelte Kirche auch heute noch verkündet. Es geht darum zu verstehen, wer Christus für uns ist, ob er der Mittelpunkt unseres Lebens und das Ziel all dessen ist, was wir zur Kirche und zur Gesellschaft beitragen. Wer ist Jesus für mich? Wer ist Jesus Christus für dich? Darauf müssten wir jeden Tag eine Antwort geben. Aber aufgepasst, es ist unverzichtbar und lobenswert, dass die Seelsorge unserer Gemeinschaften
die Not und Armut im Blick hat, die uns umgibt. Die Nächstenliebe ist immer der Königsweg zur Vollkommenheit des Glaubens, auf dem Weg des Glaubens. Aber die Werke der Solidarität dürfen uns nicht vom Kontakt mit unserem Herrn Jesus ablenken. Christliche Nächstenliebe ist mehr als bloße Philanthropie. Christliche Nächstenliebe bedeutet einerseits, dass man die anderen mit den Augen Jesu sieht, aber auch, dass man Jesus im Antlitz der Armen erkennt. Das ist der wahre Weg der christlichen Nächstenliebe mit Jesus in der Mitte, immer. Möge uns die Jungfrau Maria, die selig ist, weil sie geglaubt hat, auf dem Weg des Glaubens an Christus Führerin und Vorbild sein. Sie mache uns bewusst, dass das Vertrauen auf ihn, unserer Nächstenliebe und unserem Dasein erst seinen wahren Sinn gibt. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni officiamur promissionibus Christi. Gratiam tua, an quae sumo Domine, mentibus nostris infunde, uci angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, liebe Brüder und Schwestern, ieri si è celebrata la giornata mondiale in ricordo delle vittime. Gestern haben wir den Tag zum Gedenktag an die Opfer religiöser Diskriminierung und Religionsverfolgung erinnert. Gedenken wir dieser Brüder und Schwestern im Gebet und mit der Solidarität, auch der vielen Menschen, die auch noch heute wegen ihres religiösen Glaubens verfolgt werden. Es sind so viele. Morgen am 24. August begehen wir den 10. Jahrestag des Massakers an 62 Migranten in San Fernando in Mexiko. Es waren Menschen aus verschiedenen Ländern, die nur ein besseres Leben gesucht haben. Ich versichere den Familien der Opfer, die Familien der Opfer meiner Solidarität, die noch heute um Gerechtigkeit und Wahrheit bitten zu dem, was vorgefallen ist. So viele Migranten, die
auf der Suche nach einem besseren Leben waren, sind Opfer der Kultur, der Wegwerfkultur geworden. Morgen sind es auch 4 Jahre nach dem Erdbeben, das Mittelitalien erschüttert hat. Ich erneuere mein Gebet für die Familien und die Gemeinschaften, die so viel Leid erfahren haben. Sie mögen Hoffnung haben und Solidarität erfahren. Ich hoffe, dass der Wiederaufbau beschleunigt wird, damit die Menschen wieder in dieser schönen Region Italiens leben können. Ich möchte auch den Menschen im Norden Mosambik, in der Region Cabo Delgado, meine Nähe versichern, die vom Terrorismus erschüttert wird. Ich erinnere mich an meinen Besuch in diesem Land vor circa einem Jahr. Mein herzlicher Gruß geht auch an euch alle, Römer und Pilger. Ganz besonders grüße ich die jungen Menschen aus der Pfarrei Sul Naviglio, die wir hier gelb gekleidet sehen, in gelben T-Shirts. Sie sind mit dem Fahrrad aus Siena hierher gekommen und über den Franziskanerweg heute hier in Rom angekommen. Das war eine große Leistung, Hut ab. Und ich grüße auch die Gruppe der Familien aus der Provinz Bergamo, die zum Gedenken an die Opfer des Coronavirus hierher gepilgert sind. Vergessen wir diese Opfer nicht. Vergessen wir die Opfer des Coronavirus nicht. Heute Morgen habe ich von einer Familie gehört, die ihre Großeltern verloren hat und sich nicht einmal von ihnen verabschieden konnte, beide am selben Tag. So viel Leid, so viele Menschen, die gestorben sind, der Krankheit zum Opfer gefallen sind, und so viele freiwillige Ärzte und Krankenpfleger, Schwestern und Priester, die ebenfalls ihr Leben gegeben haben. Gedenken wir aller Familien, die deswegen leiden mussten. Euch allen einen schönen Sonntag. Vergesst nicht, für mich zu beten. Gesegnete Mahlzeit und auf Wiedersehen. Und damit ist diese Live-Übertragung des Angelus-Gebetes mit Papst Franziskus vom Petersplatz in Rom ausgeklungen. Eine Zusammenfassung und die Ansprache des Papstes sowie alle weiteren Infos aus Vatikan und Weltkirche finden Sie auf unserer Webseite vaticannews.de und natürlich in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie unter rv-news.info bestellen können. Ich bedanke mich bei allen, die über unsere Webseite, Apps und YouTube-Kanal zugeschaltet waren. Und natürlich auch bei allen, die bei unserer Partnersender mit dabei waren. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Am Mikrofon begleitet hat sie heute Silvia Kritzenberger. Laudetur Jesus Christus. Ihnen allen einen schönen Sonntag.